Halt! Hier. Ja. Ist klar. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst es nicht machen. Dazu musst du dieses alternative Balancing wahrscheinlich durchführen, damit das funktioniert. So, befreiter Sklave. Ist klar. Das scheint hier niemandem zu gehören. Dann machen wir es einfach mal auf. So, da gibt es anscheinend einen Unterschied zwischen orangenen Truhen und roten Truhen. Manche kannst du einfach aufmachen. Und manche einfach nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ziemlich auch. Wasser, Brot, Eintopf. Kippler. Ich grüße dich, Fremder. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Okay, ja. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Trelis. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Okay. Willkommen in der Zwickmühle. Klingt nach jemandem mit Ahnung, und jemand mit Ahnung ist meist ein Anführer. Ich könnte dir sagen, wer hier da... Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von... Ist zu gefährlich. Na toll, warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier... Sie sind uns schon gefährlich. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck... Ich kümmere mich um die Orks. Okay. Aber pass auf, dass dir keiner von ihnen... So, zeig er mir seine Ware. Was hat er denn? Wasserschwert, Zweihänder. Nur Müll. Ah ne, das kann er weg. Jagdbogen. Dann kommt das Ding hier weg. Und das Ding kann weg. So, jetzt sind wir hier wieder. Wunderbar. Wunderbar. Rebel. Befreite Sklaven. Noch eine Kiste. Machen wir die mal auf. Ich würde das gar nicht beachten. So, immer wenn es eine eigene Höhle ist oder so, dann kriegen sie auf einmal alle die Krise, aber... Was kann denn schon groß passieren? Sobald das hier separat gehandhabt wird, klappt das. Echt ziemlich toll. Na, sieh mal einer an. Ein Magier. Treslot, kenne ich nicht. Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Du bist Feuermagier? Fragezeichen. Du bist ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Also die meisten von den Magiern, die ich gesehen habe, konnten noch gut Magie nutzen. Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Und was für eins? Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Wer ist es, Grundstücke? Welche Zutaten brauchst du? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben noch nie Westen, gehört. Wo die ganzen Urviecher herumstreunern, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig Klingt interessant. Ich besorge dir die Staublobelie. 5 Stück davon. Lass dich aber nicht Na klasse. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst... Okay. Wie steht's um deine namhafte Leute vor allen Dingen, ne? Wie steht's um dein Wissen? Ich habe... Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen... Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch... Er muss nach Nord machen. Okay, ich bringe deinen Kelch. Das würdest du tun? Okay. Brauche ich noch ein Nordmar ist verdammt gefährlich. Warte, da, okay, ich darf nicht in falsche Hände geraten. Ja. Bringen wir es über die alte Magie bei. Ja, dann eben nicht. So, was haben wir denn hier? Und machen wir den erstmal schlafend. So, geht los. Hier steht was über Alchemie. Na, sieh mal einer an. 73. Und das alles ohne irgendwelche andere Scheiße zu machen. Ich bin gut. Moment mal. Wir haben ja eine Möglichkeit, rauszufinden, wer hier der Meister ist. Und der Meister ist immer der mit dem Teleportstein. Und den werden wir uns dann nochmal separat holen. Kann natürlich auch sein, dass es Hengley ist. Ist ja natürlich echt ziemlich fett. Moment mal, wenn es hier nur Hengley ist, dann müsste ich Hengley erstmal... Moment mal, erstmal reden. Pass auf, wo du hier hintrittst, wenn du hier was kaputt machst. Okay, der Bauer Farnon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was?
Ich weiß von nichts. Hm. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Farmern ab. Wenn der Boss das mitbekommt... Okay, du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Du nennst... Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Okay, wer ist der Anführer von dem Ohr? Das hat dir noch keiner verraten. Dann werde ich es dir ganz Okay, handelst du mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier... Aber wenn du mir einen guten Preis machst... Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als... Oh, klingt cool. Natürlich von nicht... Kommt nichts, ist klar. Okay, Diebeskunst, aber mehr Zeit kann er leider nicht beibringen. Weltkarte, okay. Nehmen wir mit. So, und... Moment, irgendwas ist hier neu dazugekommen. Welches ist es? Magierstab, alt. Den können wir weghauen. So, das heißt, wir werden ihm jetzt ein bisschen ein Schlaflied vorsingen. Sehr schick. Nur zur Sicherheit. Nein, nehmen wir noch das hier mit. Gut, jetzt sind wir ja eigentlich um Nemora rumgegangen. Wir müssen dann nur noch in den Norden und dann können wir an alle möglichen anderen Dinge ran. So, jetzt muss ich aber mal was anderes gucken hier. Wie war es eigentlich? Wie viele Waffenbündel habe ich? 9. Klar. Ein einziges brauche ich noch, damit die Scheiße hier mal ein bisschen weitergeht. Ein einziges und das kriege ich nicht. Ich bin kotzen. Echt sehr schön. Und der hat anscheinend keinen Stab mehr. Egal. Der kriegt den irgendwann wieder. Halt! Bei unseren Leuten. Ich wette. Nein. Mach hier keinen. Wenn das. So, speichern. Für unsere Leuten verschwinden immer mehr wichtige Sachen. Ich habe keine Ahnung, von was der redet. So, wie viel haben wir eigentlich jetzt? 44. So, Kipler. Der sah so aus, wie als. Hör auf mit der Magie! Wäre das jemand? Und. Gute Entscheidung. Du schleichst herum wie ein Dieb. Nee, der esse ich schon mal nicht. Wo hat denn der eigentlich seine Waffe hingetan? Was kann denn schon groß passieren? Scheiße. Du schleichst herum wie ein Dieb. Da ist es doch, der Speer, den brauchen wir nicht mehr. Bell, befreiter Sklave, ist klar, Cole. So, wer von denen ist jetzt der Finlay Tyler? Vielleicht ist es Finlay, aber das werden wir gleich rausfinden. Also dann. So, geht los. So, nee, den brauchen wir jetzt nicht. Und Tyler brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, das ist jetzt schon mal ein bisschen blöd. Und geht los. Nope, der ist es schon mal nicht. Der ist es auch nicht. Okay. Also von denen ist schon mal niemand, der Held aus dem Erdbeerfeld. So, was ist mit Dudley? Dudley. So, und jetzt brauche ich noch diesen blöden Zweihänder. So, Dudley hatten wir. Rebell. Kipler war der von unten. Wie kommt der auf einmal so schnell hier hoch? Ist der einfach jetzt hier hochgelatscht? Und wo ist jetzt diese blöde Teleportrune? Wird dann höchstwahrscheinlich wohl ganz anders sein. Immer der Anführer hat so ein Scheißding dabei. Immer. Außer nach Nemora gibt es keine Teleportrune, das wäre jetzt ein bisschen scheiße. Ich denk darüber. Russell, okay. Moment mal. Weg mit der Magie! Wieso hatten der keine Sachen mehr bei sich? Weg damit! Sagst du mir jetzt, wer der Boss ist? Lass mich in Ruhe! So, sagst du mir jetzt, wer der Boss ist? Wir wissen. Okay, Moment. Wenn er so weitermacht, wieso hat das jetzt nicht so funktioniert, wie gesollt? Weg mit der Magie. Und... Weg damit!
So, okay. Ah, ein Schild hat dabei gehabt, aber mehr auch nicht. Und wenn es die Frau ist? So, hier geht es ja noch einen Ticken weiter nach oben. Oh, hier geht es sogar noch weiter. So langsam wird es doch interessant. So. Randall. Wer bist denn du? Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von dem Moor ist bevölkert von Am schlimmsten diese großen Ja, ja, krieg ich schon hin. Zu nahe. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger. Gut. Ich werde die schnaubenden Urviecher töten. Na, da. Hier. Nimm diese. Bist du hier der Boss? Das sage ich dir nicht, Fremder. Klingt interessant. So, Zeit für ein bisschen. Hör auf mit der Magic. And, ladies and gentlemen. Hörst du nicht? Steck die Waffe weg! So, dann machen wir mal. Okay, da esse ich schon mal nicht. So, na dann. Und dann nochmal, was so schön war. Eieiei! Ha! Also, wer von denen ist hier der King im Ring? Oh, shit. Oh. Oh, nochmal, so schön war. Ah, wenn man so ein bisschen mehr alte Magie hat, dann kann man natürlich so richtig schön viel extra Schaden machen. Also der Schaden skaliert wirklich mit alter Magie. Oh. Weil ich habe jetzt gerade so ein Vieh gekillt und normalerweise hätten die weniger Leben gehabt. Hätte ich hier so ein bisschen Zeug gemacht. So, speichern wir mal kurz. Mal gucken, was bei dieser Eiswelle passiert, wenn ich die mache. Ob die jetzt von mir ausgeht oder ob ich die setzen kann. Okay. Gut, so viel dazu. Nein, nochmal. Oh, Junge. Oh, shit. Ach, nein. Ah, wegen diesem blöden Ast hier konnte ich nicht so anständig kämpfen, wie gewollt. Naja. Wo haben wir jetzt eigentlich diese blöden Urviecher? Und wieso bin ich auf einmal so nah an dem dran? Ich hab doch sonst immer... Da ist es sogar. Okay. Moment, das Urvieh könnte ein Gegner sein, bei dem ein Teleportstein sein könnte. Beziehungsweise hier könnte einer sein. Nun gucken wir mal rein, bestimmt ist ja einer drin. Nein, dann eben nicht. Das macht es jetzt nicht gerade einfach. Okay, dann vielleicht da. Das ist wenigstens eine nicht verschlossene Truhe. Da ist er doch schon. Super. Wir haben den Teleportstein. Passt. Natürlich war auch eine Truhe, die man von Anfang an öffnen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist nämlich ganz gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt muss ich aber erstmal diese Schnapper wieder wegbekommen. Blöden Drecksschnapper. Komm schon, komm schon, komm schon. Und ich habe bestimmt wieder genug Kronsteckel. Jetzt weiß ich blöderweise nicht, wie die aussehen. Flammbeere. Wie sieht denn Kronsteckel aus, verdammt? Was? Ne. Kronsteckel. Wenn ich Kronsteckel wäre, wie würde ich aussehen? Felsnessel? Nein. Nee, nee, nee. Sonnenkraut, Waldbeere. Da, Kronstöckel. 3 Stück hätte ich. Na, für 3 Zaubersprüche ist das ein bisschen wenig. Echt ein bisschen sehr wenig. Und die Sonne hat jetzt gerade echt so eine scheiß... Echt so ein scheiß Winkel erwischt. Der ist nicht so schön. So, hätten wir das schon mal erwischt. Wo ist denn jetzt diese Schlange hin? Da. Warte mal, Urvieh. Staudenlobelie. Okay, da haben wir doch mal eine. 5 Braucher. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Schnaubendes Urvieh. Also bitte. Ich mach jetzt sowas vom Messer, mache ich das.
Also ich bin echt beeindruckt von meinem Schaden. Aber das sind nicht alle gewesen. Hier wurde von Plural geredet. Okay, ich glaube, Nobelia haben wir schon mal. Ah, können wir eigentlich gleich nochmal ein bisschen mehr mitmachen. Aber was sind das hier für riesengroße Drachen, die hier verendet sind? Das muss ja eine Gegend gewesen sein. Sondersgleichen. Das ist ja Wahnsinn. So, Staudenobelia. Wo haben wir mal noch eine? Da ist wieder eins. Ah, so sieht das Ding also aus. Bisschen wie Steinwurzel, oder wie sich das Ding auch immer nennt. Wenn ich jetzt hier geradeaus durchmache, finde ich da was Feines. So, ein Urvieh haben wir nämlich schon mal kaputt und da bin ich auch so ziemlich stolz drauf. So, jetzt die nächste. Da sehe ich dann die nächste Staudenobelia. Es könnten vielleicht nur drei Urviecher sein. Eins, zwei, drei. Und der andere letzte Spruch noch. Super. So, bisschen mehr Mana könnten wir auch noch ein bisschen reinbringen. Und ich könnte mal wieder bei irgendwelchen Alchemisten vorbeischauen. Weil ich brauche mal wieder neue Mana-Tränke. Also richtig kaufen und ein paar, ja, ein paar Waren dafür noch holen. Vor allem Nemora plus 20, nur weil ich diese Viecher hier gekillt habe. Sag mal, ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt extrem schwierig gewesen ist. Oder liegt es wirklich nur daran, dass ich meine Fähigkeiten schon to the max gemacht habe? Aber naja, Staudenlobelie, haben wir wieder eine. Ah, shit. Wachsen die eigentlich nur hier in der Gegend? Das wäre es jetzt nämlich noch. So, hätten wir dich schon mal gepackt. Sonst noch irgendwelche Waren, Staudenlobelien, ähnliches. Gibt's denn hier wirklich nur 5, die hier wachsen, oder ein paar mehr wenigstens noch, ne? Ein oder zwei mehr. Ja, schöne Metalltruhe. Und Afri ist ein großer verkackter Drache. So, also, habe ich denn überhaupt alle Staudenobelien? 5. Goblinbeere, nein. Es muss was mit wenig sein. Ne, Königsdistel. Staudenobelie, 5. Okay, alles da. Die paar Meter können wir eigentlich auch normal laufen. Da brauchen wir uns jetzt nämlich den Teleport noch anzutun. So, Nemora sind wir dann vor allem bei 40. Das ist auch wieder schick. Randall, die schnaubenden Urviecher sind dort. Potzblitz, das sind... Wir können uns demnach jetzt endlich mal entspannen. Ich denke, damit hast du Anspruch auf... Sehr schön. Bring mir das Reaktor. Ja, sag mir, wer hier der Boss ist. Ich bin es jedenfalls nicht. Mehr darf ich dir nicht sagen. Okay. Ja, bringen wir es über die Jagd bei. Toll. Echt schick. Moment, was sagt mir denn die Jagd überhaupt? Der Schein ist ein guter Bogenschütze. Meisterlicher Bogenschütze. Macht ihr damit mehr Schaden oder nicht? Macht doppelten Bogenschaden gegen Wildtiere, wie ja schon Wildschweine. Doppelt Bogenschaden gegen Raubtiere. Und zusätzlich Bogenschaden gegen Orks. Sehr schick. Und zu den Nahkampfschaden. Dann haben wir noch, Beschwörungen werden effektiver, sie machen nahezu doppelten Schaden und halten um die Hälfte länger. Okay. Effektiver, ja, mal doppelten Schaden und halten um die... Ja, steht hier, Moment, nahezu doppelten Schaden, genau. Was heißt hier nahezu doppelten Schaden? Ein Faktor von 1,5. So, sag mir, wer jetzt der Boss ist. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. So, hoffen wir mal, dass wir hier nicht sterben. Ein bisschen Leben haben wir hier verloren, aber es ist jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Kriegt man jetzt mal Waffen, davon können wir 2 verkaufen. Behalten wir, kann weg. Kann auch weg, dann haben wir noch einen Magierstab, eine helle Barde, eine blöde... Oh, Moment. Ich muss meine gute helle Barde wieder zurückholen. Da sollte es doch gewesen sein. Kampfstab, Speer. Ah, der noch. So, und dann haben wir noch ein paar Schilde. Das kann auch weg. So, alle sind wieder glücklich. Also, Karmax-Artefakt ist klar.
Zerstörer des Rummel. Wer ist Anführer der Waffen für Nemora? Räume den Bauernhof westlich von Trelis der Orks auf. Okay. So, dann müssen wir mal nach Trelis gehen. Ja. Dann sollte es funktionieren. Ich könnte eigentlich mal bei dem blöden Magier ein bisschen altes Wissen reinpfeifen, damit ich diesen Nacht-zu-Tag-Spruch machen kann. Frage, wie viel braucht er? 175? Ja, das sollte klappen. Mit Taurus reden wir mal lieber nicht. Und altes Wissen sollte ja auch da funktionieren. Ne, da war nichts extra. So, was haben wir denn hier Feines? Das ist der Anführer. Kapert. Okay, wie kriege ich den jetzt tot? Räume den Bauernhof westlich von Trelef von den Orks. Hengley, der Bauernräuber. Okay. Also diesen Kram, vielleicht gegen Bezahlung und was ein neuer Mann für den Mora. Der Paladin Kalen will seine Magie zurückbringen. Dressler hat die seltene Pflanze. Shit, das haben wir jetzt mal ganz vergessen. Aber das müssten eigentlich diese Orks sein. Puh, ja, wie kriege ich die jetzt hier kaputt? Ja. Ich könnte natürlich mal was ganz Lustiges probieren. Und zwar. So, wo haben wir denn mal einen schönen Stein? Was ist denn mal ein gemeiner Kampf? Ripper oder Snapper? Oder ich nehme einen Varan. Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Gut. Speichern wir vorher und machen die dann Messer und machen wir sie. Dann komm schon. Da müsste Kappa tot sein. Okay, das funktioniert schon mal nicht so und wir verwandeln uns nicht zurück, wenn wir in dieser Form sterben. Das ist schon mal nicht so gut. Dann werden wir das Ganze mit einem Ripper ausprobieren. Vielleicht klappt es dann besser. Vor allen Dingen wurde ich ein bisschen gedreht, als ich mich verwandelt hatte. So ein bisschen nach rechts. Das ist auch ein bisschen verquer gewesen. Na komm. So. Na, dann probieren wir mal den Snapper und dann den Ripper. Okay, gut. Die Moral von der Geschichte, so zu kämpfen, bringt es nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt automatisch speichern kann, wenn man stirbt. Nicht, dass es hier so eine Sicherung nicht drin gibt, weil das wäre ziemlich beschissen, wenn man aus Versehen auf die falsche Taste kommt. Zumal man ja nicht über das ganz normale Menü schnell speichert oder lädt oder was auch immer macht. So. Na, komm mal. Ja. Also die Dinger brauchst du eigentlich überhaupt nicht, weil die sind total schlecht. So haben wir das hier. Die Dauer aller Verwandlungen wird verdoppelt. Schön. Mehr Schaden machen sie aber nicht. Nur sind sie länger. Das ist ja mal echt toll. Echt toll. So, was machen wir denn jetzt mal? So, dann werden wir den mal von ganz weit weg angreifen. Wobei. Ich fasse es einfach nicht. Pack die Magie weg! Einmal. Pack die Magie weg! So, was machen wir denn hier? So, na komm schon. Oh, fuck!
Ach, keine Mana. Ich werde... Ich werde blöd. Es ist nicht so schön. Nicht so schön. Na komm schon. Oh, fuck. Er sollte das ja eigentlich nehmen. Na komm schon. Oh, es ist doch behindert, Mann. Was? Das bringt doch nicht mal was. Oh, das dauert zu lange. Ach, es ist doch behindert. Was bringt's denn bitte, so einen übelsten AOE-Zauber zu haben, wenn der total lange braucht, um erstmal hier loszugehen? Das ist doch bescheuert. Mann, ey. Du hast hier schon mal solche schönen Zauber und du kannst sie nicht benutzen. Echt toll. Wirklich, echt toll. Ich könnte natürlich erstmal alle schlafen legen und dann meucheln. Boah, meucheln. Da haben wir doch mal wieder eine schöne Methode. Ja. So, dann stellen wir uns mal irgendwo hin, wo wenige Wachen stehen. Blöderweise ist der ein bisschen sehr... So. Oh, nochmal, was so schön war. Scheiße. Yes! Okay. Weiß ich von Trelis von Orks. Ja, von den Orks haben wir den gar nicht. Na komm schon. Oh, du mich auch. Na komm, Moment mal. Haben wir eigentlich noch irgendeine andere Quest, die gescheitert ist? Nö. Aktuell. Waldläufer den Bauernhof verwüstet. Was ist das hier? Ach, Carport. Hier oben in den Nordmeldern habe ich letzten Tag einige Waldläufer rumstreichen sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich sind. Du glaubst, Waldläufer sein. Okay. Dann muss ich das wahrscheinlich erstmal anders machen. So, dann probieren wir es mal anders. Ich will erstmal diese Waldläufer finden. Die müssen ja hier irgendwo sein. Wenn ich diese Waldläufer gefunden habe, dann ist es ja eigentlich auch der Trupp, den man hier killen musste. Mann, ey. Finde erstmal diese beschissenen Waldläufer. Das geht mal sowas von gar nicht klar. Na komm schon. Wenn ich das nämlich gemacht habe, dann sollten diese Orks hier verschwinden. Probieren wir das gleich mal. Also, wie war das genau? Haben die Walter für die Boundary? Bla 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 bla. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diesen bla 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 bla. Haben oft einen Druiden als Anführer. Ich kaputt, da 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 da. Wenn sie scharen, da da da. Drohung, unterschätze diese Kerne nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Nördlichen Wald. Okay. Na dann, gehen wir mal in den nördlichen Wald. Muss dann ja irgendwo was gesehen sein. Also wer hat diesen Bauernhof angegriffen? So, das ist schon mal eine ziemlich interessante Gegend. War ich hier denn schon einmal? Bestimmt. Noch nicht. Okay. Doch, ich war schon mal hier. Das heißt, da wird wohl nichts sein, sondern hier außenrum bestimmt. Also machen wir natürlich die Eidechse kaputt. Im äußeren Wald. Was haben wir denn da? Waage? Könnte aber auch sein, dass die Waage die angegriffen haben. Aber na gut, das müssen wir jetzt rausfinden. Und alle. Sehr schick. Okay. Gibt's hier noch irgendwo einen Walk? Da hinten.
Machen wir den Wag auch noch tot. So, lass mal rankommen. Oh, Junge, Junge. Ich wollte eigentlich so richtig schön, ja, einen schönen Taktik-Kill. Aber das hat anscheinend auch nicht so ganz geklappt, wie gewollt. Ah, da oben ist eine Höhle. Sieht mir doch ganz interessant aus. Wow, verdammt. Oh, das hat so geklungen, als ob der Wag hier wirklich in der Nähe war. Unmittelbarer Nähe. Eine Eidechse, okay. Also, da war ich hier oben schon mal. Nee. Weil hier oben echt überhaupt nichts ist. Rostiges Schwert. Okay. So, sieht so aus, als ob es hier ein bisschen mehr Action gibt. Gut. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich hätte vielleicht vorher noch einen schönen Trank nehmen können, anstatt danach. Also, Scavenger. Was kann man denn mit den Eiern machen? Vielleicht irgendeine Süppchen oder sowas. Das wäre doch mal ziemlich fett. Na, dann komme. Da haben wir es doch schon. 1, 2, 3, 4. War ich hier nicht schon mal? Ich habe das Gefühl, ich war schon mal in so einer Höhle drin. Okay, es kann sein, dass es diese Höhle doppelt gibt. Da ist es also doch nicht immer so ganz handgefertigt hier, diese Gegend. Ne? Was? Golem! Okay, Golem sind, oh, Level up, das ist gut. So, Golem sind ein Zeichen für, ja, Wassermagier. Und Wassermagier sind ein Zeichen für, ja, Rebellen. So, wobei Feuermagier die alten Rebellen sind und hier jetzt, naja, Wassermagier, ist egal. Druiden halt, ne? Okay, wieder ein Amulett, na schön. Könnte auch sein, dass hier irgendwelche Golems das gemacht haben, aber... Ich werde das wahrscheinlich nie rausbekommen. Wundert mich stark. So, aber irgendeine Bonus oder so, die drehe ich mal einen Trank. Ja, irgendwas Besonderes oder so habe ich hier nicht gekriegt. Ah, wieder ein Golemstein. Mann, wieso haben nicht alle Golems so ein... Auf einmal. Es wirkt fast so, als ob man von einem gewissen Winkel auf diesen Golem gucken muss, damit die einem das geben. Beziehungsweise, ich habe ja nur zwei Golems hier gekillt. Und ich habe jetzt zwei Golemsteine bekommen. Das müsste heißen, es hat geklappt. Also klappt das immer erst im Nachhinein. So, ja. Wenn ja, dann töte sie. Ist klar. Aber das waren ja keine von denen. Sind wir jetzt westlich. Wir müssen trotzdem weiter nach Norden irgendwo hin. Mann, ey. Wieso kann denn das so scheiße sein? Das gibt's doch einfach nicht. Tote Lurker. Ist klar, ist klar. Moment mal, waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube, ich bin mal hier runtergekommen. Da bin ich von Geldern ausgekommen. Dann bin ich, ja, so rumgelaufen und hier hinten sollte eine Truhe oder sowas gewesen sein. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich brauche... Diese beschissenen Druiden. Die können sich doch nicht das ist einfach behindert. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwelchen Druiden hier und finde hier keine. Die einzigen, die ich hier gefunden habe, sind diese von Thorn.